Wir haben es geschafft. Das war richtig geil. $100 Belohnung, wir kommen. Hey, Moment mal. Was soll das? Wo wollt ihr mit der Katze hin? Oh, ja, sorry, Freedom Pals. Es gibt gewisse Infos, die wir nicht mit euch teilen können. Ist geheim, wisst ihr? Wir wurden reingelegt. Ah, fuck. Wunderarsch hat uns getäuscht. Sich uns anzuschließen war nur eine Kriegslist. Was? Ja, Wunderarsch hat euch echt an der Nase rumgeführt, sorry. Sie sind uns zum Revier gefolgt und wollen jetzt die $100 Belohnung für die vermisste Katze. Tja, im Krieg ist alles erlaubt, Freedom Pussies. Freedom Pussies. Ihr Wichser! Wir haben den üblen Plan der Polizei durchkreuzt, also haben wir die Belohnung verdient. Ach ja? Dann nehmt sie uns doch weg. Machen wir. Civil War 3 könnt ihr haben. Das war's neu. Wir reißen dich in Stücke. Nein, Mysterion. Wir kämpfen nicht gegen Superarsch, sondern die. Okay, Neuer. Zeit zu sterben. Schnappen wir uns das Schwein. What the fuck? Besiege Cool and Friends. Holy shit. Ich mach sie fertig. Haha, mein treuer Helm schützt mich vor deinen mentalen Kräften. Aber warum wurde mein Gehirn dann nicht gehackt? Dr. Timothy kann nur eine gewisse Anzahl von Gehirnen gleichzeitig kontrollieren. Nee, die Klammer überspringen. Oh, kommt er wieder mit seinen Kack-Kiddies? Los, mach die Drecksau fertig! Frissen und weg! Ah. Ja. Dein Enthusiasmus ist so ansteckend wie die unappetitlichen Krankheiten, die du verbreitest, Moskito. Oh, danke, Freedom Pal. Weißt du nicht, dass man auf fremde Leute Krallen nicht bluten soll? Schön, mit dir zusammenzuarbeiten. Mist, ey, die können nicht verwirrt werden. Das ist schlecht. Lassen wir sie alle bluten! Das ist mein Wunderarsch! Sekunde, das klang falsch. Da kommt Call Girl! Achso, den können wir nicht, Der hat ein Schutzschild, Alter. Ist kein Passwort zu komplex. Hey, jemand hat mit deinem Namen 6 Paletten Viagra gekauft. Rache war schon immer mein Ding. Pew, pew. Oh. Pew, was für eine hübsche Lightshow. Macht euch auf Schmerz gefasst. So, jetzt müssen wir mal gucken, ne? Ah, machen weg. Chaos! Schönes Chaos, Professor! Mist! Danke, Call Girl! Oh, der heilt die Sau! Aber voll! 300! Danke! What? Schnappt ihn euch! Schnappt ihn euch! Lass dich nicht unterkriegen! Das gibt Rache! Boah, die machen mich hier fertig gerade. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Ob Freedom Pal oder Coon Friend, ich finde dich cool. Coon and Friend. Als Freedom Pal wärst du mir vielleicht doch lieber. So, dann können die erstmal danach nichts machen. Eine Runde lang. So, und jetzt kriegt der Dings ja erstmal noch auf die Fresse, der Flash-Typ. Call Girl hat eine Nummer. Super gedoxt. So, dann haben wir den schon mal weg, der kann nämlich heilen. Du hast sowieso ein Upgrade gebraucht. Oh Mann, war das abgefahren. Gar nicht cool, Timothy. Ich bin jetzt wieder beim Team Wunderarsch. Human Kite kann auch noch heilen, da muss ich auch aufpassen. Ach was, der kann auch angreifen? Geil! 160 Schaden. Dann machen wir das.
mich so bewegen zu können, wenn mein Dad mal wieder austickt. So, wenn mein Dad mal wieder austickt. Das war episch. Sehr schön. Ich bin... raus aus meinem Kopf, Dr. Timothy. Ich bin bei dir, Wunderarsch. Ich lass dich nicht aus den Augen, Professor. So, hier machen wir mal das Tuto weg. Fast sogar. Ne, das schaffen wir. Pew, pew. Richtig. Bam. Unsere Chancen steigen. Der Doktor hat mein Gehirn infiziert, aber jetzt bin ich wieder da und bereit zum Saugen. Ich lege das Immunsystem von jemandem lahm. Oh, Leute, und dann muss man Dings nehmen. Dann musst du eigentlich Jesus nehmen. Nettes Blut. Aha! Oh. Jetzt weiß ich, wieso du keine Essensbilder postest. So, den haben wir. Hau sie weg, Neuer! Machen wir auch. Au! So. Du hast die Welt besser gemacht für das Chaos! Timmy, hör auf, mein Gehirn zu vergewaltigen. Wunderarsch, zeigen wir es ihm. Oh, ich bin so sauer auf dich, Furzlord! Müssen wir doch uns auf den konzentrieren? Gut gekämpft. Dann müssen wir das wohl auf die altmodische Art lösen. Oh, jetzt müssen wir Moses nehmen hier. Oder Jesus, oder wer auch immer das ist. Moses, du hast eine Menge Gehirne gefickt, Dr. Timothy. Jetzt büßt du. So. Jetzt sehen wir erstmal hier. Guck mal, der haut die alle wieder hoch. Bereit für ein Wunder? Judenpfadfinder Ehrenwort. Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Das war eine richtige Heldentat. Zeigen wir es den scheiß Trollen! Den scheiß Trollen. Ich will mich auf Timothy konzentrieren. Hey, ja. Aha. Sag Cheese. Sag mal, hast du zugenommen? Hat er nicht gesagt. Sag mal, hast du zugenommen? So, Flashy Boy. Leider. Kommen wir nirgends voran. Das ist schlecht. Doch, guck mal hier vorne, oder? Ja, catch mich mal! Oh Mann, hier geht's gleich chaosmäßig zur Sache! Ja. Der Hamster hat einen ehrenhaften Pfad gewählt! Ich bin drin! Okay! Pew, pew. Pew, pew. Cool! Troll im eigenen Saft geschmort! Da nicht runter. Zieh kein Fett! Nicht übel, aber Diabetes ist zäh. Na, leider. Captain Diabetes ist kampfbereit. Au! Ja. Du musst dir bessere Freunde suchen, mich zum Beispiel. Super Crack zur Rettung. So sieht's aus, Pyjama Pals. Oh. Ja, fix sie, Super Crack. Ich arbeite dran. Auf sie, Wunderarsch. So, Wunderarsch. Ah, Mensch, jetzt komme ich hier wieder nicht hin. Wo ich hier eine Pistole hinstellen. Also hier auf dem Feld, wo ich jetzt stehe. Das wäre cool gewesen. Die hätten nach vorne und hinten geschossen. Warte mal, hier dürfte die auch noch treffen, oder? Beide? Dieses Gewehr. So, komm, Feuerwerk. Kein Problem, lass dir einfach Zeit. Ja. Ich steck alles weg. Ich bin super crazy. Was machst du? Timmy!
Nee, der will die die machen wir hier überspringen. Der will die, sorry wegen des Zugs. Hypnotisieren. Komm nicht an den ran. Samstag stelle ich am liebsten den ganzen Tag unter Bett. Mit Captain kapituliert? Ernsthaft? Warum können wir nicht alle wieder Freunde sein? Diabetes-Time! So, Diabetes. Jetzt hau dir mal richtig aufs Maul hier. Ab in den Zucker in den Kanal und dann Feuerwerk. Wie ausrastet. Mein liebter Zucker, ich brauch dich mehr denn je. Ach, komplett das andere Ende, natürlich. Jetzt, wo die langsam ist. Aber die kann ja trotzdem jetzt angreifen. Jetzt bin ich aber mal dran, Leute. Bäm, hast du nicht damit gerechnet, wa? Du wirst mich hassen. Du wirst mich hassen. Die Katze ist aus dem Sack, Arschloch. What? Der portet sich ja von A nach B, ey. So, Flashy Boy. Ich komm nicht ran, Leute. Ich komm nicht ran. Aber er könnte heilen. Wen können wir denn heilen? Kuhn können wir heilen. Und Diabetes vor allem. Komm, wir heilen Diabetes. Wir heilen Diabetes. Das sollte helfen. Wir haben Diabetes geheilt, Leute. Komm nicht, Leute, macht Platz. Ja, mit dir ist natürlich blöd jetzt. Naja, das wohl vieler wiegt schwerer als das eines Hamsters. Ah, verlangsamt, das bringt Zeit für die Laser! Ah, mach ihm halt ein Schild, komm. Hier, Kumpel! So. Komm mal näher an den Rand, weil der immer in der Ecke hockt. Macht euch bereit für mein nervtötendes Summen! So, dann machen wir ihm noch, dass es übel wird. Ich fand Moskitos schon immer cool. Boah, in die andere Ecke. Okay, ich bin dran. Schnapp sie, der Tiger! Naja. Du hast irgendwie Gebrauchsspuren. So. Ich verlass mich auf dich. Bringt jetzt nicht so viel, aber... Cartman ist kein Teamspieler. Meinen die Mitte, den Typen. Scheiße, ey. Der portet sich ja, wie er lustig ist. Wieder zurück. Blöd. Ah, Timmy, Timmy! Ihr könntet weglaufen, bringt aber nichts. Warum kann ich hier nicht tauschen? Funktioniert bei dem nicht. Na gut, dann lass uns hier Dings töten. Super Craig, Ende. So. Gib Dr. Timothy eins auf den Schwanz! Oh, er wird mutiger. Bringen wir es hinter uns. Ah, bringt mir nicht so viel. Dann mal los! Nimm das! Wir könnten Freunde werden, wenn du aus dem Krankenhaus kommst. Der immer mit seiner Ecke. Die Ecke geht mir richtig auf den Sack. Ich hab 5 Balken und einen vollen Akku. Los geht's! Sieh dir das an! 5 Balken und einen vollen Akku. Junge, Junge, Junge.
Du hast ein Google Plus-Konto? Wer hat denn sowas? Jeder, der YouTube macht, hat ein Google Plus-Konto. So. Tja, kommen wir nicht hin, Leute. Ihr seid verloren! Na, tut's gut. So, jetzt haben wir ihn fertig. Ultimate Attack. Langsam wird's kalt, sich zu ergeben. Du meinst Apple Watch, oder? Ich kann den nicht töten, Leute. Gleich kommt der Schwarm! Du schaffst das! So. Na, es gibt ihn Saures. Jetzt bohrt sie dich mal woanders hin, da. Sehr schön. Wohin? Die andere Seite. Na, da macht Kuhn dich fertig. Jetzt haben wir nämlich alle langsam so ein bisschen verteilt. Jetzt ist es egal, wo er sich importet. Ah, Kuhn ist sogar dran. Wenn er den nicht telekinesiert. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Und fertig. Ja, ohne Klaus hätten wir es nicht geschafft. Nice, scheiße. 9. Ein epischer Platz, Leute. Ein epischer. Oh la la. Oh, was ist passiert? Wieso blute ich an der Lippe? Wo zum Arsch ist Classy hin? Dr. Timothy! Du verdammtes Monster! Er wollte uns nur helfen! Mann, Mysterion ist echt sauer auf dich. Ihr habt diesen Krieg angezettelt, nicht wir! Ihr kapiert das einfach nicht. Dr. Timothy hat versucht, uns alle zu retten. Freedom Pals und Kuhn-Freunde. Was? Ruhig, Doc. Du hast ganz schön eingesteckt. Wow, das ist euer Stützpunkt. Wirklich der Wahnsinn. Hier ist es ja richtig cool. Das Kuhn-Versteck hat aber auch viele coole Sachen. Aber nicht schlecht hier. Dr. Timothy war nie euer Feind. Er hat versucht, uns allen zu helfen. Aber wie? Hiermit. Oh mein Gott. Er hat es entschlüsselt. Es war sein Lebenswerk. Er hat sein Herzblut dafür gegeben. Ein komplett ausgeglichener Franchise-Plan. Jeder hat seinen eigenen Film und seine eigene Serie. Alle sind rechnerisch gleichwertig. Jesus, das ist unglaublich. Timothy hat sich daran beinahe zu Tode gearbeitet. Timmy. Während wir also versucht haben, euch eins auszuwischen, hat Timmy versucht, uns zusammenzubringen. Ja, und dann hat Wunderarsch ihn fast umgebracht. Ist halt echt ein Arschloch. Dafür können wir nichts. Ja, wir haben euch nur benutzt. Für diese Katze gibt's $100 Belohnung. Und ihr wolltet sie für euch? Ja, aber jetzt nicht mehr. Was heute Nacht bewiesen wurde, ist, dass wir gemeinsam am stärksten sind. Dafür ist es zu spät. Wir haben als ein Team begonnen. Wir wollten alle aus demselben Grund Superhelden sein, um mit unserem Franchise Millionen zu verdienen. Lasst uns wieder ein Team sein. Bin dafür. Leute, kein Civil War mehr. Verbinden wir die Belohnung für die Katze zusammen. Für ein gemeinsames Franchise. Ja, ja, genau. Okay. Aber wir nennen uns Freedom Pals. Freedom Pals. Und, Timmy ist dann der Anführer der Freedom Pals? Also er hat das Sagen? Ja. Na gut, finde ich super. Freedom Pals klingt viel cooler als Kuhn and Friends. Freedom Pals. Freedom Pals, finde ich echt geil. Dann steht's fest. Morgen holen wir uns die Belohnung für Scrambles und kurbeln damit Timmys Franchise-Plan an. Zusammen, Freedom Pals, Sanktion. Aber mit Inklusion. Fuck yeah, Leute, auf geht's. So, okay, dann gucken wir mal, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Ich weiß ja nicht, ey. What? Ah! Blut! Überall Blut! Ah! Mama, Papa, Blut! Keiner da. Mama, Papa? Keiner da.
Ah, Blut, Blut, ah, Blut, ich muss runter. Ah, Blut, überall Blut. Oh, die Küche. Ah, noch mehr Blut, Hilfe. Alter, Falter, was ist hier los? Hilfe. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Ah, Blut, Blut, ah. Ich muss hier raus, ich muss hier raus, überall Blut. Jetzt die Nachrichten, die Sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park. Ein Angriff auf das South Park Polizeirevier hat die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Häftlinge entkamen und Polizisten liegen im Krankenhaus. Ein Mitglied der Handelskammer hat die Nase voll und kandidiert nun für das Amt des Bürgermeisters. Die Bürger von South Park sollten sich sicher fühlen. Sicher vor Selbstjustizlern, die Leuten ins Gesicht furzen. Gemeinsam können wir uns von diesem Analterrorismus befreien. Mein Name ist Mitch Connor und das ist meine Botschaft. Analterrorismus. What the fuck? Wir müssen uns umziehen. Jetzt sind alle gegen uns, oder was? Manchmal das Gefühl, dass du nicht weißt, was du tun sollst. Dass dir jegliche Orientierung fehlt und du keine Ahnung hast, was los ist. Mein Kind, du hast leider auf die falsche Weise versucht, zu dir zu finden. Deine sexuelle Identität oder deine Ethnie zu kennen, das ist nichts im Vergleich dazu, sich spirituell zu kennen. Geh zu Stark's Pond, mein Kind. Da wartet jemand auf dich, der dir helfen wird, zu deinem wahren Ich zu finden. Okay, Leute, aber bevor wir das machen, machen wir an der Stelle erstmal einen Cut und sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Gottverdammt, ich kann ein Kind keine zwei Minuten in einen dunklen Raum stecken, ohne dass ihr Wichser auftaucht.